Namaste. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cousin Credibil und mit TK. Genau. genau, heute gucken wir uns Katrina Kaif versus Deepika Padukone. Who dances better? Genau. Was also, würdest du sagen? Ich weiß nicht, ich glaube. Weil irgendwie tanzen beide voll gut. Ja. Aber ich bin deswegen sehr gespannt. Mhm. Muss ich mir mal wieder angucken, wie beide tanzen. Fangen wir mal an. Mhm. Oh. Okay. Kampf der Titanen. Future and past. Okay. Ich frage mich, ob die jetzt beide gleichzeitig oder nacheinander. Links. Ja. Round 1. Gleich wird immer nur ein kleiner Part gezeigt. Aber nur den Tanz. Mhm. Ich kenne das jetzt gar nicht. Ich auch nicht. Aber Choreo sieht cool aus. Oh, ja. Mit der Brille. Oder? Oh. Das wird spannend. Mal gucken. Oh, Lovely. Oh. Nee, ich muss Lovely nehmen. Oh. Ja, ich auch. Aber wir müssen ja den Tanz bewerten, nicht die Musik. Aber Tanz finde ich auch besser. Ja. Entschuldigung. Round 2. Ja, aber das war sehr kurz. Wenn du einen anderen Part guckst, war sehr war viel länger. Oh, das ist auch geil. Ja. Swag in the Subgas Market. Sie haben ja auch eine Reaction gemacht, ja. Ja, genau. Oh. Oh, das ist nice. Ich fand diesen Part mal geil. Ja. Als Katrina. Oder? Was kommt jetzt? Or. Okay. Oh, das ist schwierig. Das sieht einfach geil aus, wie die da tanzen. Ja. In Guma. Ich habe den Film sogar im Kino angeschaut. In 3D war das sogar so. Ja, okay, dann kennst du die komplette. Du kennst aber die komplette Choreo. Ich bin für Deepika. Ja. Ah, da haben wir auch Reaction gemacht, weißt du? Ja, genau. Sheila. Ja. Das fand ich auch gut. Mhm. Choreografie ist gut. Weißt du, was mich an diesem Video gerade stört? Dass von Deepika nicht wirklich so Tanzeinlagen gezeigt werden. So, von Katrina wird irgendwie viel mehr gezeigt und von Katrina, von Deepika viel weniger. Ja. So, deswegen, ich kenne halt nicht alles und würde es eigentlich eher zur Katrina tendieren. Dann bewerte nur das, was du siehst. Ja. Nehme ich eigentlich eher zur Katrina tendieren, deswegen. Oh, Kamli. Ja. Da tanzt sie echt super. Oh. Amir Khan. Kamili. Was kommt jetzt? Die Pika. Oh. Schwierig. Ja. Ist beides super. Ja, vor allem Deepika ist so hübsch. Oh, das ist schon schwierig. Ich sag Katrina auf einmal. Haben wir auch ein Video gemacht. Ja. Da tanzt sie auch super. Mhm. Ich gar nicht. Ich auch gar nicht. Aber ich jetzt hier muss ich wieder sagen, fand ich jetzt das von Katrina besser. Ja. Aber vielleicht auch, weil nicht wieder vom Tanz viel gezeigt wurde. Mhm. Ach, das war's schon. Nee, das war's. Aber ich finde das Video echt. Ich finde es nicht gut gemacht. Also bei manchen Parts war irgendwie zu wenig vom Tanz zu sehen. Ja, also es war aber eher viel mehr von Katrina, von Deepika, wenn du guckst, da waren nur so 2-3 Sekunden, wie sie ein paar Handbewegungen, das war so, hätte. Also ja. Es gibt viel Besseres von Deepika und
wenn man so ein Vers macht, dann muss es schon was Gutes rausholen. So. Deswegen. Aber von der Sichtweise her finde ich Katharina jetzt halt besser. Also ich fand, nur vom Video her. Ich fand jetzt Deepika, weil da hat sie schon so geslayed. Ja. Also natürlich beide sind gute Tänzerinnen. Ja, klar, das sowieso. Können gut tanzen, die Lieder waren auch da super gewählt. Ja, so halt. Ja. Ich frage mich, ob es noch mehr solche Versus-Videos gibt. Bestimmt. Schreibt gerne in den Kommentar, ob ihr mehr solche Videos sehen wollt und wie euch das gefallen hat, wie ihr euch entscheiden würdet. Dann sagen wir, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert und sagen dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Merci. Tschüss. Bye bye.